Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Brawl hier bei Crash Fortific 89. Schlachtschiff Helbert im Außenbereich. Im letzten Part sind wir durch den Innenbereich durchgewandert und ja, haben wir auch mal den neuen Nicht-Nintendo-Charakter Snake unter die Lupe genommen und er hat einiges drauf gehabt. Er hat sich ja auch in das Schlachtschiff eingeschlichen und ist aber auf Lucario und Meta Knight gestoßen und nun haben die drei zusammengearbeitet, um ja dann später noch endlich Prinzessin Peach und Zelda befreien zu können. Währenddessen ist Snake abgehauen, also danach ist Snake ja abgehauen, weil er wahrscheinlich auf irgendeine Mission ist und währenddessen sind wir gemeinsam mit Peach und Zelda jetzt unterwegs. Und das hier ist Sheik. Um genau zu sein, ist das Zelda, welches sich in diesen Ninja-Kämpfer verwandelt hat. Ich weiß nicht, aus welchem Zelda-Spiel das nochmal stammt. Könnte es sein, dass es auf Ocarina of Time stammt? Ich weiß es nicht. Müsst ihr mir in den Kommentaren schreiben, weil ich habe ja die Zelda-Serie, wie ich bereits erwähnt habe, nicht so oft gespielt. So. Es ist auch unglaublich, dass sich Zelda in einen Kerl verwandeln kann. Und er hat auch einiges drauf, weil Sheik ist wirklich ein genialer Nahkämpfer. Ich meine, Zelda alleine hat er schon, magische Angriffe drauf, während Sheik eher auf Nahkampf und Waffen spezialisiert ist. Also ein richtiger Ninja vom Feinsten. Man merkt auch das an seinen Bewegungen. Und ja, der Gegenwind hier, der arbeitet wirklich ganz gemein gegen uns. Und man muss ja wirklich aufpassen, dass wir hier in dieser Jump'n'Run-Anlage bis zum Ziel kommen. Genau. So wie jetzt. So, und jetzt können wir endlich mal wieder ein bisschen kämpfen. Und auch mal sehen, was der gute Sheik so drauf hat. Er hat natürlich wirklich schnelle Moves drauf. Also wieder so eine Art schneller Kämpfer. Aber wir werden natürlich auch mit Peach weitermachen können. So. So, wir können jetzt zum Beispiel auch die ganzen Shuriken aufladen, um, sie dann auf die, oder Wurfstern, oder was auch immer. Ich glaube eher Wurfmesser sind das, um dann auf die Gegner loszuschicken. So. Und jetzt, zack. Oh, warum treffe ich denn nicht? Na, endlich. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist der Radius für die ganzen, Sachen zu klein. Der Knopf sollte anscheinend nur die Mine aus dem Weg räumen. Aber aufpassen, dass man auch nicht selber ins Feuer gerät. Hätte ich auch vergessen zu erwähnen und habe ich auch leider vergessen zu machen. Au! Ich glaube, ich sollte vorher doch lieber das Knöpfchen drücken. Jetzt reicht's mal. Also diese Spezialtechniken sind aber leider nicht gerade die besten, kann möchte ich behaupten. Alter! Oh. So, geh sterben, du kleines... Jetzt ist natürlich das ganze Essen wieder weg. Also der Knopf dient einfach nur dazu, um die Minen auszuschalten. Oh, ja, toll, was sollte das denn? Ich wollte danach ausweichen. Da gerate ich gleich ran, weil er unbedingt einen Wandsprung machen musste. Egal. Wir kriegen hier ein Herz, womit wir unsere Energie wieder auffüllen können. Und eine Metagross-Trophäe, okay? Metagross ist schon ein cooles Pokémon. Würde ich mir wirklich mal als Team-Pokémon für einen Pokémon-Let's Play vorstellen, aber habe ich leider schon verplant bei Pokémon Smaragd und man bekommt es ja auch erst nach der Top 4, dass die erste Vorstufe des Tan-L, zumindest war das in Rubin und Saphir so. An Smaragd kann ich mich da nicht mehr so richtig erinnern. Wow. Oh nein, auch noch das. Sind wir natürlich auch noch geschrumpft und auf das Niveau dieser kleinen Spasten hier geschrumpft worden. Okay, schon besser. Ich merke schon den Unterschied, jetzt den genauen, bei diesen ganzen... So, jetzt zeige ich mal, wer hier der Ballermann ist. Ah, Lea. Dann hier und bam. Man merkt dann schon den konkreten Unterschied dieser ganzen, zwischen den Giftpilz und den normalen Pilz extra leben. Wir haben ja gemerkt, der Giftpilz ist bleicher, weil in Super Mario Bros. The Lost Levels, da hatte er seinen Ursprung, da sah er aber schon ganz deutlich nach einem, wow, oh, auch das noch. Das ist egal, den Treffer stecke ich gerne ein, weil hier gibt's Tomaten, die meine Energie wieder komplett auffüllen oder auch nicht. Alter Schwede. Oh, ach, jetzt spring doch mal...
Alter, ist denn das so schwer? Ich kann da nicht hochkommen. Das ist echt der Wahnsinn. Ach, egal. Moment, was ist da unten? Ja, nichts von Bedeutung. Ich sollte lieber weitergehen. Weil das Ding macht dann derzeit wieder zu. Ich dachte zuerst, da wäre ein Bonus, aber habe ich mich total vertan und... Was ist das hier? Dann kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Das ist wohl das Lager für die Gegner. Zumindest werden sie hier ausgestellt. Was das für ein Gegner ist, weiß ich nicht. Der, direkt unter mir. Was ist das denn für ein Ding? So einen Gegner hatte ich noch gar nicht. Nee, ernsthaft, an den kann ich mich gar nicht erinnern. Was ist das? Ist das wie ein... Ja, guck dir das an. Wie so ein blauer Kürbis, der in der Luft schwimmt und... Nee, ich kapiere das nicht ganz. Den Gegner hatten wir noch gar nicht, nein. Nein, den Gegner hatten wir noch nie. Beziehungsweise habe ich auch nie irgendwann gesehen, obwohl ich eh schon ein paar Mal in Super Mario gespielt habe. Na egal. Das ist jetzt nicht so wichtig. Fest steht jedenfalls, dass wir erstmals hier versuchen müssen, durchzukommen. Und diese ganzen Gegner hier, die sind auch nicht von schlechten Eltern. Vor allem diese Schießwüteriche hasse ich wie die Pest, weil sie von der Ferne immer gerne angreifen. So, jetzt ist aber gut hier. So. Was? Achso, ich dachte, er hätte gerade ein Schild eingesetzt, weil normalerweise setzen die Primates kein Schild ein. Oh nein, nicht der. Ich hasse den Schnetzel. Der schnetzelt mir so viel. Arg, ja, was sollen wir denn dagegen machen, ey? Ja, nee, ist klar. Aber wenigstens konnte ich den in den Tod führen. Tja, da muss wohl unsere liebste blondes Prinzesschen wieder ran. Bam, Bitch Slap und weg mit dir. Ach, nicht auch noch ihr. Bam. Jetzt zeigt mal Peach ihre flotten Kurven. Dieser Gegner, ey. So. Habe ich den überhaupt schon mal als Trophäe? Ich kann mich auch nicht daran erinnern. Es ist halt wirklich das Problem, dass man wirklich hunderte Trophäen von Trophäen in diesen Spielen sammeln kann. Ich weiß auch ein... Oh Gott. Der auch noch hier. Was will der? Und wie der abgeht hier. Nein. Oh, ein Glück. Die Bombe hat es beendet. Den könnte man niemals entwischen. Hammer. Komm bitte, sag mir, dass es kein Failhammer ist. Gott sei Dank nicht. Aber der geht trotzdem ab. Wow, zweimal dran an den Pilz. Schade nur, dass Peach dann nicht doppelt so groß wird mit sowas. Mega Peach. Sowas gab es dann später auch in Super Mario World. Das ist so episch gewesen. Dass er auch Peach mal den Maxi-Pilz verwenden konnte. Das war ja sonst nie der Fall. Also was muss man sich erstmal vorstellen? Maxi-Pilz und Peach? Ich meine, ich frage mich allerdings, warum sie überhaupt die ganzen Power-Ups nicht schon früher verwendet hat, wenn sie doch mit Mario und den anderen mithalten kann. Sie kann sowohl sie als auch der spezielle blaue Tod. Und auch Luigi kann sie auch all die Power-Ups zugreifen. Es ist beinahe so, als wäre sie... Eigentlich, ja. Ja, das weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen sollte. Da lag mir irgendwas auf der Zunge, aber mir fällt es nicht ein. Jedenfalls, es ist wirklich enttäuschend, dass sie das nicht schon früher eingesetzt hat. Aber sie war halt nun mal das Entführungsopfer, das arme blonde Prinzessin soll sie halt spielen. Anscheinend wollte sie aber auch mal eine Heldenrolle feiern und deshalb hat man sie nochmals in Super Mario World eingeführt, weil Super Mario Bros. 2 oder auch Super Mario Bros. USA beziehungsweise, also was ich sagen wollte, auch bekannt als Super Mario Bros. USA, das Doki Doki Panic Spiel, da hat man es zwar auch eingeführt als Spielbahncharakter, aber das war ja alles nur in Marios Träumen, wie man am Ende feststellen musste. Oh Gott, Peach, hoch mit dir. Stell dich nicht an wie ein Mädchen. So, auch nicht einfach. Ey, das ist ein richtiger Jump'n'Run-Bereich. Verdammt, ey. Runter mit dir. Den Schirm hat sie ja auch bestimmt in Super Princess Peach verwendet. Beziehungsweise glaube ich das. Ja.
Ich kann leider wegen meines Namens kann ich nicht erkennen, ob das jetzt zufällig der Schirm von Super Princess Peach ist oder nicht. Da hat man natürlich auch hier eine Heldenrolle verpasst. Sie spazierte einfach durch die Explosionen. Oje, Fox wurde getroffen. Aber er gibt nicht auf. So, auf die Kanonen zielen. Aber leider steht der Peach auch noch da. Eieiei. Und da kommen natürlich wieder Missverständnisse auf, denn jetzt glaubt Sheik, dass er der Feind wäre. Boom! Und so kommt es zum Streit zwischen den beiden. Bam! Aber Peach beruhigt die beiden mit einer Tasse Tee. Also, wenn Tee wirklich Streit beschlichtigen kann im Real Life. Ah, Mahlzeit. Und woher hat sie überhaupt den Tee? Also, Peach ist immer wieder für eine Überraschung gut, aber ernsthaft. Tja, Zelda ist offiziell mit am Start, aber Sheik nicht? Ja, stimmt, der Zelda kann sich in Sheik verwandeln jederzeit. Weil, zumindest ist das hier in sowas Smash Bros. Brawl. Soweit ich weiß, ist diesmal Sheik als einzelner Charakter im neuen Super Smash Bros. Also wird Sheik im neuen Super Smash Bros. Als einzelner Charakter mit am Start sein. Das habe ich auch bei den neuen Bildern gesehen, die veröffentlicht worden sind, beziehungsweise habe ich jetzt endlich auch mal ein Video zur Direct gefunden. Achso, Snake ist immer noch bei ihnen. Die haben alle nur die Prinzessinnen verlassen, das war's. Und Mr. Game & Watches. Überall. Aber das waren alles Mr. Game Watches Fälschungen. Und sie formen sich nun zum nächsten Bossgegner. Der sowohl Fox, Sheik, die Prinzess, als auch Peach herausfordert. Aber natürlich bekommen sie Verstärkung. Wenn man sie bloß alle wählen könnte. Aber wir können uns nur zwischen vier Charakteren entscheiden. Tja, ich würde vorschlagen, ich nehme Fox, Snake, Falco und... Wo ist Meta Knight? Ist er nicht am Start? Tja, dann würde ich sagen, Sheik. Gut, dann wollen wir mal. Ein weiterer starker Bosskampf. Der Boss ist auch nicht ohne, weil der hat auch einiges an gemeinen fiesen Tricks im Petto. Ja, hier zum Beispiel fängt er schon mal an. Er hat auch nicht umsonst diese riesige Klinge am Schädel. Und wirft mit Bomben bis wie kein anderer. Oh, da kommt ein großer Pilz. Oder ist es ein Giftpilz? Ja, jetzt ist es ein großer Pilz. So. Alter, jetzt ist mir gut hier. Daneben. So, jetzt zeige ich dir mal. Und noch Feuerangriff. Bam. Wow. Der kann natürlich auch von hinten schießen. Also von seinen Hintern schießen. Aber ernsthaft. Also vorne hat er seine Klingen und hinten hat er sein ganzes Laser gestört. Sein ganzes Waffenarsenal zur Verfügung. Also durchaus ein vielseitiger Gegner und... Oh Mann! Ist auch schwer, dem auszuweichen. Jetzt muss Snake da mit seinem ganzen Waffenarsenal dienen. Zack. Ja, macht schon mal nicht schlecht für den Anfang. Oh! Jetzt kommt so ein Waffenarsenal. Aber jetzt kann... Snake mal ein bisschen schneller agieren. So, hier, Raketenfeuer. Alter, wie schnell der auf einen zukommt. Da kann man ja gar nicht richtig ausweichen. Hier. Oh Mann, das ging daneben. Ja, und direkt auf mich drauf. Warum auch nicht? So, hier. Oh, ein Bob-Bomb. Hat er ihn überhaupt geschadet? Weil er hat ihn doch berührt. Ich glaube nicht, dass es ihn erwischt hat. Mann, verdammt, also wenn ich... Oh, das ist ein Fehler, wenn ich da die Bazooka einsetze, weil die steuere ich, aber dafür kann sich Snake dann nicht mehr bewegen. Na schön, da muss jetzt halt Falco das richten. Oh, aber der Gegner geht echt viel zu sehr ab. Verdammt! Steh auf, Mann! Ah. Hilfe, ey. Also ich verliere ein Leben nach dem anderen. Jetzt ist mal Schluss hier. Wow.
Ja, man merkt, ich bin hier ein bisschen angespannt. Vor allem, weil der Gegner hier extremst abgeht. Aber ich muss halt schnell agieren. Oh Mann, ey, ja, ist klar. So. Ich muss ja auch diesen Feuerangriff einsetzen. Ich glaube, der macht am meisten Damage, aber dazu muss ich natürlich immer ihn ausweichen. Alter. Vielleicht kann ich auch versuchen, diesen Schild einzusetzen, um seine Geschosse abzuwehren, weil das funktioniert ja auch. Na toll, jetzt treibt er mich an die Ecke und schießt mich natürlich auch. Oh Gott, nein. Letztes Leben, ey. Verdammt. So. Da kommt da noch ein Cooper-Panzer drum drauf. Das kann natürlich auch leichten Schaden machen. So. Ich lade nochmal meine Shuriken auf, weil ich glaube, von der Distanz angreifen ist. Mein Wurfmesser auf, weil ich glaube, von der Distanz angreifen ist wohl eher empfohlen bei den Gegnern. Weil der ganz schön abgeht hier. Ah, man merkt es. Ich wollte mich von hinten anschleichen, aber der dreht sofort um, dieser Spast. Alter, ich mach kaum Schaden, ey. Und ich bin fast down, ey. Natürlich suchen die Raketen auch noch. Aber die können auf ihn... Oh, die können gegen ihn verwendet werden. Geil, nur noch ein Schlag. Nein! Nein, das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Scheiße, noch ein, zwei Schläge hätten gefehlt. Der hat mich kalt gemacht, ey. Jetzt habe ich seine Raketen gegen ihn verwendet. Das hat ihn extrem Schaden gemacht. Oh, Alter, wäre das bloß dann das Ende für den gewesen. Mann. Alter Schwede. Wow. Alter, der ist echt zu viel. Jetzt komm. Bam. Und noch eine. Der springt dann natürlich weg. Zack. Ja, mit dem Angriff mache ich wirklich am meisten Damage. Ich kann natürlich auch von der Ferne so angreifen. Das ist auch Fox Spezialität. So. Hier kriegt er noch eine. Oh mein Gott. Alter. Buh, ja. Chill mal dein Leben, ey. Zack, zack, zack. So. Vielleicht noch etwas Laserschwert gefällig. Wenn ich ausweichen kann. Zack. Bam, bam. A la Star Wars. Ich frage mich, ob das überhaupt einen Ursprung bei Nintendo hat und nicht Star Wars vorbehalten wäre. Dieses Laserschwert hier, weil... Hallo? Es klingt auch schon wie ein wie das Laserschwert aus Star Wars. Oh, fuck. Da hat er mich wieder kalt gemacht. Ich glaube, ich sollte lieber aufs nächste Nahkampf-Moves bauen. Weil ich glaube, mit diesen ganzen Fernangriffen, da kann ich nicht viel erreichen. Vor allem, da ich mich dazwischen nicht bewegen kann und... Die Bossgegner leider Gottes kein Rückstoß. Scheiße, da kommt er wieder. Und ich habe ausgerechnet jetzt meine Hasenohren nicht mehr. So, jetzt reicht's mal. Zack. Was? Ich habe nicht getroffen. Shit. Der Smash Move hätte eindeutig Schaden gemacht, weil seine Panzerfaust, die er dann an den Boden schießt, die macht wirklich massig. Das könnte ich wieder nutzen. Wenn es nicht daneben geht. Nein. Scheiße. So, jetzt reicht's aber. Oh Mann. Alter Schwede. Boah. Jetzt reicht's mal. Ausrastet ihr jetzt mal. So, jetzt aber. Jetzt habe ich ihn gleich. Ich habe ihm aber weitaus mehr Schaden zugefügt als vorher. Und ich habe noch zwei zusätzliche Leben. Also ich könnte das jetzt noch schaffen. Ah, soll ich eine Granate auf ihn werfen, aber da. Boah, stimmt er wieder auf mich zu. Falco, das kriegst du hin. Feuer! Oh Gott. Wenn man merkt, der Gegner geht ganz schön ab. Jetzt kriegen wir wieder die Häschenohren. Da könnte ich schon beinahe vom Feld fliegen. Zack, 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 zack. Ah! So. Hier, zack. Oh, gleich ist er down. So, hier. Bombe gefällig. Und jawohl. Aber die ist komischerweise schon wieder nicht explodiert. So, Sticker. Das war's. Boah. Also der Gegner war ganz schön tough. Das ist der wahre Mr. Game & Watch. Er war an den Monstern schon gefangen.
Tja, schon ist er frei. Ja, so kann man auch Freundschaften schließen. Nein, das ist wirklich nicht der Schirm aus Super Princess Peach. Tja, und Metanight hat sein Schiff zurück. Der blieb also die ganze Zeit auf der Brücke. Statt dass er mitkämpft, dieser egal. Ich will jetzt keine Vorurteile machen. Oh, Eggman habe ich auch noch als Sticker. Cool. Rasender Rainer. Das ist auch wieder was aus Animal Crossing. Ja, es wird auch wieder ein... Es wird auch demnächst, wir wissen es ja auch schon aus den ersten Super Smash Bros. Trailern. Der Villager aus, also der Hauptheld aus Animal Crossing wird auch mit am Start sein. Ich bin schon echt gespannt, wie der abgehen wird. Ich habe ja schon sein Moveset gesehen, der hat einiges auf Tricks auf Lager. Aber die Frage ist, wird auch Mr. Game & Watch wieder mit dabei sein, weil den habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Es wurden so viele Kämpfer noch nicht vom aktuellen Super Smash Bros. Noch nicht bestätigt, also von Super Smash Bros. Brawl. Ich hoffe doch, dass sie noch was machen. Bis dahin sage ich jetzt danke fürs Gucken. Subraum Bombenfabrik. Damit geht's weiter im nächsten Part. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Ich hoffe, ihr seid wieder beim nächsten Mal dabei. Seid gespannt. Schaltet wieder ein. Eurecrush45 hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Super Smash Bros. Brawl. Also auf Wiedersehen. Tschüss, Leute.